Jo, hallo Leute, ich join gerade auf meinen Server. Das ist jetzt gleich fertig. Und dann zeige ich euch, wie man eine Lebenserhaltung hinkriegt. Mit so wenig Generatoren wie möglich. So habt ihr nämlich die Möglichkeit auf dem Planeten, wenn ihr Space Build habt, ihr habt die Mods, dann könnt ihr hier Space Build, das könnt ihr euch dann auch runterladen. Und ja, dann habt ihr die Möglichkeit, auf anderen Planeten zu atmen. Also ich nehme jetzt mal den da oben und gebe mir jetzt erstmal auch God Mode. Ihr könnt das dann auf dem Spawn oder so bauen. Ja, wie gesagt, da habt ihr dann die Möglichkeit, auf dem Planeten hier zu atmen, weil sonst verreckt ihr. So. Also erstmal Kev, Generators und dann spawnen wir erstmal. Ne, wir spawnen erstmal eine Batterie. So haben wir einen Speicher, der alles auch speichern kann. Ich spawne jetzt mal eine große. Zwar reichen uns die kleinen, aber ja. Ah ne, das ist Batterie, sorry. Resource Cages meine ich. Damit, das speichert sozusagen fast alles auf einmal, wie ihr seht. Und ja. Dann klebe ich einen Resource Node dazu. Verbinde das. Und ja, jetzt Environment Control und machen Climate Regulator hier dazu. Mit Smartly Tool auch wieder verbinden. Jetzt kommt noch ein Fusion Generator. Und zwar nehmen wir einen kleinen. Den mache ich hier hinten dran, dass es niemanden stört. Auch verbinden. Gut, der läuft. Der generiert jetzt auch Energie. Das ist im Moment eigentlich das Einzige, was wir brauchen. Wir könnten den jetzt noch mit Wasser verbinden. Und Hiwi-Wasser ist, glaube ich, schweres Wasser. Dann generiert er noch Steam. Ja. So, aber erst brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Jetzt haben wir schon mal Energie für den Lebens Generator. Oder, ja. So. Jetzt Generators und dann brauchen wir Oxygen, also nehmen wir einen Oxygenkompressor. Jetzt aber erstmal spawnen wir mehrere davon. Die kann man dann später removen, das ist nur der Anfang. So. Okay, der ist explodiert, das heißt, es gibt keine Energie mehr. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier kein Sauerstoff ist oder dass der kein Wasser bekommen hat zum Abkühlen. Also nehmen wir einfach Solarplatten. Die tun es auch. Hier einmal. Die können wir jetzt hier so hinstellen. Die sind mir eh lieber. Und wenn man die richtig hinstellt, machen die genügend Energie. Sehr schnell sogar. Also von dem her. Man kann das natürlich auch alles mit einem ZBM einfach hinstellen. Das geht wesentlich leichter, aber ab und zu muss man dann das ZBM halt wechseln, wenn man mehrere Stunden spielt. So, jetzt machen wir alle Generatoren mal an. Jetzt läuft alles. Energie generieren wir genügend und Oxygen sind wir auch hoch im Generieren. Jetzt spawnen wir. Jetzt brauchen wir. Was brauchen wir jetzt noch? Nitrogen, genau. Nitrogen. Spawnen wir den hier. Und ja, den spawnen wir jetzt mal hier hin. Davon brauchen wir eigentlich einen. Das reicht vollkommen. Der macht da genug. Da können wir das noch dazu schmeißen oder so. Ja, ist eigentlich egal. So. Auch an und auch an. Ich glaube, das geht alleine an, weil ich kann es nicht wirklich anmachen. Naja, wie auch immer. Nitrogen haben wir 1000, 2000 und Oxygen fast 80. Gut. Und wir machen den ersten Test zum Atmen. Generator geht an. Geht jetzt. Moment. Okay, wir haben Sauerstoff.
Moment ist aber der Radius begrenzt. Wir erweitern das gleich auf Planeten, aber sobald man sich entfernt, geht's wieder los. Also müssen wir das auf Planeten erweitern. Und zwar schmeißen wir einen Constant Value, schreiben wir die 4000 rein, kleben das, wir können das hinmachen, wo wir wollen, aber ich klebe das jetzt mal daran, verbinde das mit dem Radius und so. Jetzt wurde der Radius erweitert. Oxygen ist auf 0, füllt sich aber mit der Zeit und das ist jetzt so, ich glaube, das ist ein kleiner Bug. Dadurch haben wir jetzt auf dem ganzen Planeten Sauerstoff mit. Ja, ich kann das mal ausprobieren, nicht genau, klick mal ein bisschen hier. Ich kann auch God Mode wegmachen. Naja, also es geht jetzt alles. Ich musste das jetzt gerade schneiden, weil das ein Grafikbug hatte. Ich habe jetzt ein paar Schritte übersprungen. Ich werde es jetzt schnell erklären. Ich habe hier, das ist nämlich jetzt ganz gut gelaufen. Ich habe hier die Generatoren entfernt. Vorher hat es mehrere gehabt, bis hierhin oder so. Ich habe jetzt da zwei gemacht. Ich weiß nicht, ob einer reichen würde, aber das reicht jetzt schon. Und hier hinten ein Screen, wo ich sehe, was ist. Also wie viel, maximal und so weiter. Ja, und wie man sieht, haben wir Oxygen sehr knapp, aber das ist scheißegal. Weil der Sinn von diesem Video war es eigentlich, euch zu zeigen, dass ihr sehen könnt, wie man eine Lebenserhaltung macht. Auf dem ganzen Planeten mit sehr wenig Sachen. Das geht jetzt natürlich, kann man das noch weniger machen. Also eine kleinere Energie, kleinere Speicher meine ich, ZPM anstatt die Solarpanel. Hier einer, ob das reicht, weiß ich aber nicht genau. Ja, also man könnte es noch mehr runterdrehen, aber ich würde das so ungefähr machen. Ja, wenn ihr wollt, dann setze ich das als Download zur Verfügung, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so notwendig ist. Das kann man eigentlich selber machen. Und ja, hier könnt ihr den Chip, also das Constant Value, das ist ja hier, könnt ihr auch 3500, das würde theoretisch auch reichen, weil man hat hier genügend Sauerstoff. Man hat es bis hier draußen und das reicht. Also 3500, das wäre dann etwa bis zur Hülle, ein bisschen rein oder ein bisschen raus, so ungefähr halt. Ja, ich glaube, das wäre soweit geklärt. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr es in die Kommentare posten. Und jo, wenn ihr sonst noch was habt, sagt es einfach oder schreibt oder postet. Like und Abos habe ich nichts gegen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Und wenn es nicht funktioniert, könnt ihr, also anstatt zu disliken, fragt. Dann kann ich euch gerne helfen. Ich bin auch oft auf meinem Server hier. Nicht alleine, jetzt im Moment schon. Ich habe jetzt darum keine Zeit, ein Video zu drehen, aber die IP stelle ich auch rein. Also rein unter die Serverinfo. Naja, Serverinfo, genau. YouTube-Info da. Oh, jetzt ist der Server gecrashed. Nee, das ist ein planmäßiger Restart. Gut. Wie auch immer. Immer so um 3 startet er nämlich. Ja. Also ihr seht, es geht alles. Ja. Bei Fragen meldet euch und bye.